So, wir befinden uns heute mal auf der ABF in Hannover und wollen euch mal so ein bisschen berichten, was wir hier alles vor Ort für Abenteuer, Bewegung und Freizeit auf der Messe so sehen. Wir schauen mal rüber. Wir sind jetzt in der ersten Halle, sind in der Halle 25 und laut Plan sind wir in der Halle für Caravaning und Camping. Gut, dann nehmen wir euch mal mit, ne? Wir müssen überlegen, wo wir lang gehen, rechts außen und dann einmal rum. Ja, ne? Die hier stehen, das sind so die Camper, die für uns, wenn dann in Frage kämen. Nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Das ist genau das, was wir eigentlich suchen würden. California. 600. Ja, wir sind jetzt gerade in der Campingabteilung hier drin und gucken uns die unterschiedlichen Sitzgelegenheiten an. Wir suchen natürlich einen Stuhl, den wir auch gut transportieren können. Und die sie hier anbieten, sind eher, naja, vor Ort, dass man vor Ort sitzen kann und schlecht zum Transportieren. Also wir suchen irgendwas, was so ein bisschen einigermaßen gemütlich ist, aber auch, was man ganz gut mitnehmen kann. Aber ihr könnt ja selber mal schauen, was sie hier vor Ort zu stehen haben. Ja. Man kann hier erstmal gucken, ne? Ja, das ist hier so eine Art Hängestuhl. Aber ist natürlich auch schwierig, da wieder rauszukommen dann. Und zum Transportieren schlecht. Ja, das sind auch eher so Campingstühle, die man so vors Vorzelt oder so hinstellt. Also dieser braune Stuhl kostet 40 Euro. Also ich habe gerade gesagt, diese Camper, die hier stehen, das sind eigentlich die, für die wir uns dann interessieren würden, die für uns in Frage kämen. Ja. Also unter 67.000 gibt es gar nichts. Was wir jetzt so gesehen haben, das wären dann so die Einstiegspreise. Und nach oben ist natürlich alles möglich. Da muss man dann eben gucken. Aber für unsere Preisklasse wäre das alles zu viel. Wir würden vielleicht mal so ein Ding mal mieten. Das könnte ich mir gut vorstellen. Marisa sagte das auch. Aber sonst, Marisa, mieten wäre eine Option für uns, oder? Kann man machen, muss man aber genau ausrechnen. Das ist auch nicht günstiger, da kann man sich schon eine Rundreise buchen. Ja. So, wir haben jetzt mal die Halle gewechselt, sind jetzt in der Halle mit der E-Mobilität. Hier sind zahlreiche Autos ausgestellt. Das ist jetzt eher nicht unser Interessengebiet. Aber hier kommen wir jetzt zu den Fahrrädern. Das interessiert uns schon eher.
da gehen wir jetzt mal durch. Ja, jetzt kommen wir, Jetzt kommen wir in den Bereich, was ich gerade sagte. In den Bereich preislich, was zwei Familienhäuser wären. Also das sind jetzt schon Fahrzeuge, da kann man schon quasi drin wohnen. Nicht nur Urlaub machen. Außer dass sie das mit dem Dach. Das ist schon Wahnsinn, was hier teilweise angeboten wird. Ne? Also wenn man das sieht. Da kann man sich dann schon so ein Zweitfahrzeug mitnehmen und das hier reinfahren. Ja, das sind wahrscheinlich Preise. Würde mich schon mal interessieren. Gucken wir mal. Also preislich bei diesen großen Schlachtschiffen liegt man schon locker bei 400.000 bis 500.000.